So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Mount & Blade 2. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt. Auf YouTube nach der ich hochgeladen. Ihr wisst Bescheid. Ich hab's schon tausendmal gesagt. Und es ist immer noch der Banditen-Run. So, ich wollte mir schnell einen Überblick verschaffen im Empire-Land. Süd- und Nord-Empire haben sich verschworen gegen uns. Und mir kam noch der Gedanke, dass ich vielleicht meine Schildmaid belohne. Aber zuerst müssen wir da mal schnell helfen gehen, ne? Okay. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich nehme mal schnell die Rekruten hier mit. Oh nein. Wo will der hin? Okay, die sind ja gehören nicht zueinander. Oh mein Gott, das ist eine Katastrophe so. Ich kann ja mega viel upgraden. Ja, kommt alles mit. So. Pflanzenreiter, die hier. So. Oh Gott, ja. Das Südempire will Frieden. Aber ich hätte vorher gerne diese Burg. Ja, greift endlich an, Mann! Was haben die hier eigentlich drin? Imperiale Rekruten. Imperiale Infanterie. Warte mal schnell. Ah, das Nordempire ist mit der Aserei in den Krieg gerutscht, nachdem wir Frieden geschlossen haben. Das Südempire auch? Ne, nur mit uns. Der marschiert runter zu der Aserei, so wie es aussieht. Werden sich das da versuchen zu holen. Ich bin mir am Überlegen, ob ich es versuchen soll. Die Glut der Flammen und die Nexoria haben Frieden geschlossen. Glut der Flammen, das ist ein Söldnertrupp. Oh oh. Sie bieten euch an für Frieden, wenn ihr euch verpflichtet an täglichen Tribut in Höhe von... Hallo, ich zahle euch doch keinen täglichen Tribut, seid ihr bescheuert? Okay, es regnet gerade, das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt anzugreifen, wenn es gerade regnet. Nein, niemand heiratet meine Schwägerin. Können sich nicken. Okay, weißt du was? Immer das anders. So. Dadurch graden wir die hier ab. Und das nochmal, so. Ich müsste echt ein Klickmakro machen.
So, Reiter, Lanzenreiter. Da fehlen mir ein paar Pferde. Das habe ich mir nicht gedacht. Nochmal. Eigentlich schnell alles raushauen. Und damit wir hier solche besten Truppen haben, ne? 34 von 35, ja, die könnten wir schon zu den richtig guten Reitern upgraden. Ah, die sind zu der Aserei gewechselt, die Gluttruppen. Deswegen sind wir nicht mehr im Krieg mit denen. Ich will nicht bei Regen angreifen, sind meine Pfeile nicht so effektiv. Hat eigentlich jemand eine Armee zusammengetrommelt mittlerweile schon? Sucht jemand irgendetwas bei uns im Reich? Jetzt geht er. Jetzt gehen wir. Los geht's. On my command! Horseback charge! One man at the arrow! Loose formation! Attack! Hear me! Stick to me! So, die Bogen im Hintergrund, die laufen eher auf uns zu. Die Reiter positionieren sich schon mal. Die Reiter können sogar noch weiter. Bewegen sie sich. Rein da. Was bremst ihr? Rein da! Oh mein Gott. Meine Kavallerie macht nicht das, was sie sollte. Deswegen haben wir so viele Verluste. Weil die Infanterie gerade abgeschlachtet wird. Absolute Katastrophe. Da geht unsere Bogenschützentruppe. Wir werden es trotzdem gewinnen, wegen unseren Bogenschützenreitern. Wir rechnen Bogenschützen.
Ihre Linien sind jetzt auch offen. Das heißt, unsere Reiter können immer wieder durch und durch und durch, weil sie keine geschlossene Linie mehr haben. Aber unsere gesamte Infanterie ist tot. Wenn meine Reiter so reingerannt wären, wie ich das geplant habe, dann hätte die Infanterie nicht so aufgerieben worden, wie sie aufgerieben wurde. Aber die haben nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Ein Großteil war da hinten, ein paar sind reingeritten und der Rest ist dann so ein bisschen nach vorne galoppiert. Den Hauptmann der Reiter. Ja, wird ich tun. Befehlsverweigerung. Sofort bestraft. Ja, die kommen alle. Kommen alle rein. Die paar Meter werden ja gehen können, ohne dass jemand abhaut. Oh, Taktik 200. Was haben wir? Minus 20% weniger Schaden für Einheiten ab Rang 3, wenn Truppen gegen den Feind geschickt werden. Minus 5% erlittenen Schaden für Truppen in eurer Formation. Plus 5% Schaden gegen Feinde in Unterzahl, wenn Truppen gegen den Feind geschickt werden. Nehmen wir mal das obere. Weniger Schaden für Truppen in meiner Formation. Ich meine, hallo? Super. Die wird noch zur Tagesspaziererin. Komm, schneller. Ja. Hallo. Rein da. So. So, Truppen in die Garnison spenden, die Legionäre und so wollte ich nicht bei mir haben, die kommen nämlich hier rein. So. Dann schauen wir mal schnell, ob die noch Pferde haben. Streit raus. Ganzen ihren ein. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Komm, hier nehmt alles. Der Habicht. Hey, oh. Warum schenken sie hier nicht echten Kumis aus, statt diese Pissbrühe, die sie Wein nennen? Tut mir leid, wo waren wir? Ah ja, ihr wollt meine Geschichte hören. Jahrelang bin ich hinter Monschuk Khan geritten, sogar noch bevor er Khan wurde. Ich hatte mir einen guten Namen gemacht und auch genug Geld angehäuft. Im Nachbardorf gab es ein hübsches Mädchen. Still, aber mit einem guten... deinem guten, gebärfähigen Becken gesegnet, also. Ich dachte, sie würde eine passende Braut für mich abgeben. Also ging ich zu ihrem Bruder und bot ihm 50 Schafe an. Ein guter Preis. Aber seine Antwort lautete, dass er seine Schwester keinem Mann wie mir geben würde. Ich fragte ihn, was er damit sagen wolle. Und als er nicht antwortete, verpasste ich ihm einen saftigen Hieb. Vielleicht auch mehrere, aber nicht noch mehr. Einen richtigen Mann hätte das nicht ausgemacht, aber dieser Schwächling ist doch glatt daran gestorben. Okay, wow. Ja, ihr wisst ja, wie diese Dinge dann laufen. Seine Familie kam in unser Dorf und war auf mein Blut aus. Sie fand mich nicht, aber einer meiner Vettern wurde verwundet. Es war an der Zeit, diesen Halunken eine Lektion zu erteilen. Aber seine Brüder stellten sich als wahre Feiglinge heraus. Sie gingen eine Abmachung mit ihnen ein und ich wurde gezwungen, das Dorf zu verlassen. Was sagt man dazu? Das ist, ey, Baldur's Dankeschön für den Prime, danke für 40 Monate.
Dankeschön für die netten Worte. Tja, heutzutage sind echte Ehrenmänner dünn gesät. Also, ich würde sagen, was meint ihr? Den kann man brauchen, oder? Der ist einer, der potenziell eher sich versucht zu beweisen und vielleicht deswegen sich extra anstrengt. Eine 1 oder eine 2 in den Chat. Eine 1 für ja, eine 2 für nein. Okay. Die 1 ist in Überzahl. Jetzt habe ich aber natürlich alle Rüstungen verkauft. Ich kaufe schnell ein paar Sachen zurück. Nee, man, das ist anders. Immer das schnell anders. Ich habe irgendwo, ich glaube in Tyrall hatte ich noch Rüstungen liegen. Da muss ich so oder so hin. Ja, was wird das wieder, Kollege? Isturi haben uns den Krieg erklärt. Ja, moin. Wir haben zu wenig Truppen. Ich lasse Ira doch nicht frei. Gehen wir da hin. Was sagt die Quest? Ein bisschen Zeit haben wir noch. 377 Tage. Raus. Ein Schild, ein Waldbogen. Ein Ding Schwert. So, jetzt will ich aber was sehen von dir, ne? Ich bin eine Armee an. Zeig, was du kannst. Wieder gar nicht mehr gebaut. Also die Treue der Stadt ist ja eigentlich nach wie vor noch ziemlich gut, ne? Das heißt, theoretisch bräuchten wir sie gar nicht mehr. Plus 1, wird das halt irgendwie noch sinken. Theoretisch könnten wir sie rausnehmen. Dass sie uns sehr, sehr gut gedient hat und sie soll eine eigene kleine, ja, weiß ich, eine eigene kleine Stadt kriegen. Ja, ist geschenkt. Kann sie echt nicht mehr sehen. Also hier verdienen wir überall Geld, unsere Gassen laufen. Hier haben wir niemanden. Wir könnten das da holen und da versuchen, ihr das dann zu geben. Oder ich gebe ihr gleich Tyrall.
Obwohl ich ehrlich gesagt Tyrell eigentlich behalten will. Das ist unsere Bergfeste, da hat der ganze Bums begonnen, ne? Lösegeld, was? Jetzt habe ich weggeklickt. Ich dachte, da kommt noch was. Na, guck an. Och nö. Warum bin ich so langsam? Ich bin jetzt satt. Jetzt schlachten wir Schweine. Jetzt schlachten wir ein paar Pferde. Das schnell automatisch. 5 Tage gegangen, okay. Du bist jetzt mein Gefangener, du bist frei. Gehen Sie bitte. So, das waren ursprünglich die Männer und Frauen von ihr. Und die nehmen wir jetzt rüber. Das werden auch irgendwann Kanzgarten. Ein Varega-Veteran mit irgendwann so einem Druschniki. Das sind schon Druschniki, die nehmen wir gleich mit. Gut. Na doch, lassen wir die Gefangenen hier, ist schon okay. Okay, dann runter. So, dann holen wir die Königin des Südempires. Nimm das nächste Mal alle und steck sie den Rest in die Garnison. Verliere Truppen auf dem Weg hierhin. Wenn ich die Anzahl der Leute überdingselt habe, dann desertieren Einheiten. Und da ich nicht steuern kann, wer desertiert, kann es durchaus sein, dass meine Khansgarde desertiert, auf Kosten von irgendwelchen Karawanenleuten. Deswegen mache ich das nicht. Warrior, move out! Get move out! Move! Hear me! Onwards! Der Schnee ist für unsere Kavallerie gar nicht gut. Jetzt rennt der mit dem verdammten Banner rennt jedes Mal alleine rein. Das ist so ein Depp. Legt sie, die Königin. Fragt mich einfach niemand an. Soldiers! Forward! Front men!
Was ist das denn für ein Angriff, bitte? Ich lasse meine Kanzgarde hier einfach weiter schießen. So, das ist das, was ich wollte bei der einen Schlacht. Dass die Kavallerie von hinten reinreitet und sie von hinten aufmischt. Dann können wir mit der Infanterie auch eine Überzahl niederschlagen. Die Kavallerie verdammt nochmal mit hilft. Ja, ja, Frau Königin. So sind Sie nun in meiner Gefangenschaft. Taktik haben und Amos funktioniert wunderbar, ja. Die funktioniert wirklich immer wunderbar. Ich bin es so satt. Ich bin es, nimmt alles. Lass mich hin. Wie lange will der Clan von Bortu und so denn noch leben? Und wie lange sind wir eigentlich noch im Krieg mit allen? Okay, die würden ein Friedensabkommen wollen. Dann hätten wir das Südempire vom Hals und müssten uns hier unten keine Gedanken machen, oder? Das Nordempire könnte schon kommen. Trotzdem. Ein Banditencamp, Ypsilon. Keine Ahnung. Irgendetwas, oder? Ich denke, es wäre grundsätzlich nicht schlecht. Wenn die doch Frieden mit ihnen schließen würden, dann wären weniger kleine Armeen unterwegs. Deine Armee ausgehoben, sehr gut. Amfrella wird belagert. Aber die haben ja hoffentlich schon ein bisschen Verteidiger. 205. Okay. Ab dem Zeitpunkt, wo wir rein können, gehen wir rein. Wir überrennen die einfach. Wir haben mehr Bogenschützen. Oh, jetzt passiert es! All die Clans von den Kusai, die kein Königreich mehr haben, haben sich soeben aufgelöst. Schön, sehr schön. Was hatten sie geändert? Das war früher, war das ja super mühsam, dass das Königreich ständig noch weiterhin existiert, ne? Und die Clans, die sind dann einfach zu einem anderen Königreich übergelaufen und man hatte, im Grunde genommen hat man die Clans immer nur ein Königreich weiter verschoben. Jetzt ist es effektiv sinnvoll, ein Königreich zu vernichten.
Weil auch die Clans sich dann auflösen, wenn sie keinen Besitz mehr haben. Arrows! Those formations! Move out! Onwards! Get moving! Bowmen! Move out! Move! Onwards! Arrows! Spread out! Archers! Forward! Arrows! Spread the field! Bowmen! Get moving! Arrows! Move! Jo. Oder kein Geld, keine Druck. Ja, genau. Wir haben mehr Bogenschützen. Sind auch so tief, dass sie mit den Bogenschützen trotz allem einen recht guten Winkel hinkriegen, ne? Der ist so tot da oben. Zeigen Gnade. Dann schließen wir mit dem Südempire Frieden. Machen wir gleich. Ich will kurz gucken. Ja, ja. Imperium. Weiß nicht, warum er immer das Gefühl hat, er kriegt Anspruch. Ah, gerade weil er Clanstufe 5 ist, natürlich. Er hat immer das Gefühl, er kriegt was. Okay. Das Südempire ist sogar bereit, uns Geld zu zahlen. Wir nehmen das Angebot an. Wir haben sie vor allem und ihre Tochter als Gefangenen. Deswegen funktioniert das. Night Black Javelin, dankeschön für den Sub, Mann. 82 Monate alt, du bist auch schon ewig dabei. Dankeschön, dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Okay. Die Aserei belagert das ziemlich sicher.
Die Garnison, die drin ist, kommt raus. Die Miliz nicht, aber die Garnison kommt raus. Die hilft uns. Mounted Archer from Hell! Ihr wisst, wie es funktioniert. Infantry! On arrow! Forward! Hear me! Move out! Ich schicke meine Kavallerie mal schnell auf ihre Kavallerie, dass wenigstens eine Seite kaputt gemacht wird. Footman, move! Get moving! Footman, move out! Reitet sie, los! Nicht hängen bleiben hier. Bewegen. Die da hinten fighten. Warriors! Shield forward! Footman! Forward! Ende der anderen Pfeile machen mir nichts aus. Kavallerie wird auseinandergenommen. Meine berittenen Bogenschützen machen nicht komplett das, was ich will. Größtenteils, ja. Die kämpfen da hinten gegen die andere Kavallerie wahrscheinlich, ne? Die rettet gerade sinnlos rein hier, das will ich. Infanterie ranlassen. Einfach wieder zurückziehen. Wenn er nicht auf unsere... Nice, danke. Wir lassen unsere Reiter arbeiten. Wir lassen unsere Bogenschützenreiter arbeiten. Das ist das, weswegen wir sie haben. Das ist auch das, was sie können. Meine Reiter, meine Nahkampfreiter, die stehen einfach ready. Die stehen einfach ready für den Fall, dass ihre Infanterie auf meine Infanterie losmarschiert. Wir verlieren immer ein paar, aber langfristig machen wir mehr Schaden. Move out!
Ihr dürft mal ein bisschen. Ihre Infanterie nähert sich langsam. Wir müssen aber langsam auch in den Nahkampf gehen, weil das Problem ist, dass wir irgendwann keine Pfeile mehr haben. Bisschen zu früh, aber es reicht. Oh, okay. Da wurde aber jemand richtig zugehämmert. Infoblase am rechten Bildschirmrand, wenn man die anguckt, die übernommen werden, obwohl die aktuellen Konditionen im Mandy-Königreich über ganz anders aussehen. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe es immer damit dingfest gemacht, dass wenn ich sie über mein Königreich auswähle, dass das zur Folge hat, dass ich den Vorschlag über das Königreich von mir ihnen unterbreite und wenn das andere Königreich mir den Vorschlag unterbreitet, dass es einen anderen Wert hat. Also je nachdem, wer wem den Vorschlag unterbreitet, hat mehr oder weniger Druck und handelt andere Konditionen aus. Aber vielleicht auch einmal nur ein Bug. Das Nord Empire. Schade, dass ich für die Falschen entschieden. Den Eindruck, wir haben ein paar gefangen gemacht. Ja, ich weiß, ich hätte sie mitnehmen können und so, pipapo. Größerer Schutzbereich allgemein, wenn sie nicht im Dingsbereich sind, das dürfte dann auch für die Kavallerie zählen. Wen haben wir hier eigentlich noch alles gefangen? Ah, das ist auch alles Nord Empire, ja klar. Diese Burg noch oder macht jemand? Okay, das sind die Sturgier. Das sind die Sturgier, die es noch einmal versuchen, aber unter Garantie sind das die Sturgier. Ja, geht sogar dran. ...1800. Da marschiert er wieder auf. 700. Wir hätten 1000. Wir wären ihnen ein gutes Stück unterlegen. Biete ich noch zusätzliche Truppen auf? Dem, dass ich schnell eine Armee aushebe.
Wir sammeln mal unsere Landsleute. Natürlich wird die Gasse jetzt angegriffen, war ja klar. Warum auch nicht jetzt? Warum auch nicht jetzt? Nehmen wir nur die Speerträger mit. Obwohl wir interessanterweise... gar keine Speerkämpfer mehr brauchten würden, weil wir immer die größere Kavallerie haben. Naja, komm, ist gut jetzt. Der habe ich. Kontrolle, Kontrolle. Alle, die bei uns geboren werden, müssen Bogenschießen lernen. Hat der Angriff begonnen? Nein. Doch, nein, hä? Ah, sie haben die Burg eingenommen, sehr schön. Jetzt hat's begonnen. Ich hoffe, du greifst ihn nicht an, sondern jetzt mir bei hier. Danke. Ihr wisst, was wir tun. Ja, ja, ja. Ist egal. Es geht halt wirklich darum, dass wir... also die paar Bogenschützen, die wir opfern dafür, dass wir Tyrael verteidigen können. Ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung, dass wir noch ein paar unserer Leute geholt haben. Ja, aber wie gesagt, ne, also Tyrael ist so ein bisschen unser Bollwerk in den Norden. Da prallt aktuell alles von den Sturgien ab. Also insofern, wie sie jetzt schaffen. Macht Thiel mit Alter gar nicht so, etc. eigentlich noch Plus? Nein. Das müssen sie aber auch nicht, weil sie verteidigen das Hinterland. Aber punkto, sie verteidigen das Hinterland. Wir könnten eigentlich in den hinteren Städten die Garnison etwas reduzieren, weil das ist ja eh nicht gefährdet da, ne? Also das Katapult hier geht auf das da los. Die würden das hier abknallen. Lassen Sie mal. Wir lassen das mal. Ja, an Geld fehlt es uns eigentlich auch nicht, das ist auch wieder wahr.
die Garnison eigentlich ruhig groß lassen. Wir plündern derart viel. Ständig. Also das letzte Mal kamen sie trotzdem durch die Tore. Trifft die aber nicht. Das Katapult schießt gerade auf ihre Blieder. Ja, das ist der Habicht. Er versucht auch seinen Wert zu beweisen hier. Ja. Ein Speer gut treffen, dann bin ich drin. Wir werden den Rambock nicht aufhalten können. Wir können ihn einfach nur noch verlangsamen, damit unsere Bogenschützen mehr Zeit haben. Ne? Hab ich eine Axt getroffen? Ich glaube schon. Au! Das habe ich definitiv eine Axt getroffen. Eigentlich die Bowmans. Was steht hier so komisch hier? Archers! Warriors! Wo wollt ihr jetzt hin? Hear me! Wo wollt ihr jetzt hin? Jetzt, wo das erste Tor durch ist. Seid ihr... Sam. Onward! Get moving! Arrows! Okay, das stimmt hier nicht. Delegieren, Linie, absitzen. Nein. Das Problem ist, dass ich nicht ganz verstehe, warum er jetzt die 7, die 1 in die 7 geschmissen hat und die 3 so wenig Truppen hat. Das ist völliger Unfug. Move out! Forward! Hear me! Okay, warte mal schnell. Was denn jetzt los? Hat jetzt die 3? Was macht die 7 denn jetzt? Die 7 verteidigt dann. Die KI teilt das so bescheuert auf. Also ehrlich. Also ehrlich.
Tja, wir haben da offensichtlich nicht genug Platz. Die stehen gerade gegenseitig im Weg. Was seid ihr? Ihr seid die Vier. Ihr habt nichts zu tun, oder was? Moment! Archer! Onwards! Arrow! Arrow! Moment! Bow! Archer! Move! Ich will, dass ihr da von oben in die Seite, also so oben reinschießen. Das ist das, was ich will. Der da raus. Jetzt durchs Tor wollen, hier rein, werden sie einfach weggeschossen. Prager Fenstersturz. Das bedeutet Krieg. Das war der Fenstersturz für den 30-jährigen Krieg, oder? Werden wir jetzt 30 Jahre Krieg gegen das Imperium und gegen die Sturgia führen? Sicher, aber ich dachte auch, das ist das. Komm nicht rein. Die kommen nicht rein. Kjörl hält Stand ein weiteres Mal. Ich zeige euch schnell einen Trick. Ihr könnt mit dem Pferd nicht geradeaus hoch, aber wenn ihr es umdreht und dann rückwärts geht, kommt hier hoch. Piep, 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 piep. Ich habe zwei Fensterstürze. Der zweite startet den 30er. Okay, ja. Ist geschichtlich doch noch einigermaßen richtig im Kopf, ne? Die noch überlebt haben.
Na, jetzt passiert das, was ich wollte. Die Bogenschützen, die hier oben stehen, ja, die schießen auf die, die hier versuchen reinzudrücken. Ja, seht ihr das? So, die prügeln sich gerade ein bisschen durch, aber die Bogenschützen schießen von oben rein. Theoretisch auch die von hier, ja. Seht ihr das? So. So rein. Schön von beiden Seiten. Das ist das, was ich wollte. Deswegen habe ich sie da aufgestellt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Stop. Gefangener. Und der Prinz himself. Nö, nehmen nichts mit. Nehmen alle Gefangenen mit. Obwohl. Ja, doch. Das schmeißen wir noch schnell in die Garnison. Warte mal schnell. Ja, wir haben super wenig Armpanzer, ne? Ist es perfekt. So, da kommen die da rein. Schmeißen wir all die Gefangenen raus. Also irgendwann müsste ich doch mal Banditstufe Max sein, oder? Ich hatte der Schildmaid echt schöne Sachen gegeben. Schaffen wir die Gasse in Musea noch? Ich wollte noch irgendetwas machen hier. Nein, wird nicht so wichtig sein, wenn ich es nicht mehr weiß, oder?
So, Burg Epinosa. Ich stehe mal wieder nicht so aus. Imperium. Sie ist von den Kusai. Geben wir sie hier. Er soll Sachen kriegen, wenn wir Krieg mit der Aserei führen. Das ist der Plan. Mit ihm. Ah, das wollte ich nachgucken. Ah, guck doch, ich bin schon recht nah dran. Dann kriegen wir noch mehr Beute. Also, weil wir noch mehr Beute brauchen. Ganz wichtig. So, wie groß ist die Armee, die hier wohl steht, wenn er stoppt? Wie wär's mit Taktik, weil du eine Armee anführst? Ich finde die nämlich ganz gut, wenn sie Taktik haben und so. Schaffen die das? Gehen wir noch helfen? Als letzte Konsequenz? Müssen wir gar nicht mehr. Ich löse meine eigene Armee auf. Vielleicht schaffe ich es doch noch schnell nach Mysia. Zweifel es. Die haben halt wirklich die Burg eingenommen, vor gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich reinschleichen kann. Prozent. Ich bin doch nicht des Wahnsinns. Wir werden sie halt verlieren, die Gasse. Ist halt nur mal so. Müssen wir halt irgendwo eine neue holen dann. Ist das Banditenversteck da noch auseinandernehmen? Ich würde ja wahnsinnig, wahnsinnig gerne Rebellen zu uns nehmen, ne? Die Aserei, die dominieren hier schon ein bisschen, ne? Ein bisschen in das Gebiet hinein. Es regnet wieder. So, wir müssen aber die Folge irgendwo beenden und das machen wir jetzt hier. Ich will leider niemanden zu mitnehmen. Und ich muss kurz gucken, ob alle Truppen da sind. Wunderbar. Okay. In der nächsten Folge geht's weiter. Like da lassen, Kommentar da lassen, wenn ihr es auf dem LP-Channel schaut. Und ich bin gespannt, wie wir das in der nächsten Folge regeln. Ich will eigentlich der Schildmaid etwas geben, damit wir noch einen weiteren Clan haben, der für uns kämpft. Weil aktuell haben wir das Problem, wir haben viel zu wenig Clans. Ich könnte natürlich auch versuchen, Olaf auf unsere Seite zu ziehen. Heißt er Olaf? Nein, er heißt nicht Olaf. Er heißt... Oleg. Wir könnten auch versuchen, Oleg auf unsere Seite zu ziehen. Aber Oleg hat Besitz. Oleg hat Besitz. Und zwar Umur. Deswegen würde er das wahrscheinlich nicht abgeben. Ja. Die einzige Familie, die noch zu uns kommen könnte. Also von unserem Stand her, was ich sage, was wir dürften. Wir können natürlich ganz viele Clans anheuern, theoretisch. Aber da, weil ich einfach nur gucke, die mit uns irgendwie verheiratet sind, dass die bei uns sind. Oder Clans, die wir selber ausheben. Weil wir als Bandit nur den Leuten vertrauen, die uns so nah sind. Das ist zumindest die Geschichte, die ich hier so ein bisschen verfolge. Gut, like, Kommi und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.